Piu, piu, piu. Yo, was geht ab, Digga? Das ist. Das ist meine neue Begrüßung geworden. Ey, vielleicht schneide ich das auch einfach raus. Ich weiß es noch nicht. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 3 Blood Dragon. Wie ihr merkt, ich bin jedes Mal mega gehypt, weil dieses Game einfach unfassbar viel Spaß macht und ich kriege viel Resonanz zu dem Spiel, dass auch anderen Leuten sehr viel Spaß macht, sich das Ganze anzugucken und dabei zu sein. Deswegen, das freut mich ja umso mehr, dass so eine alte Liebe ja, so viel Positives mit sich bringt. Tritt ein, wenn du dich traust. Das ist doch schon mal eine Ansage und wir trauen uns auf alle Fälle. Kann ich da eigentlich in der Nähe irgendwo eine Schnellreise hinmachen? Boah, ja, lohnt sich das? Wahrscheinlich nicht, wir machen es jetzt einfach mal. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir für diesmal ein paar Sachen vorgenommen. Oh, guck mal, die Schnellreise, die geht so schnell, dass deswegen heißt es auch Schnellreise. Nee, aber das bin ich ja fast nicht gewöhnt von manch anderem Spiel, wo du bei so einer Schnellreise ein halbes Jahrhundert wartest. Ich habe mir für heute vorgenommen, zum einen die Episoden nicht so lang zu machen wie die letzten. Ich glaube, so mit 25 bis 30 Minuten sind wir ganz gut bedient. Aber zum anderen habe ich mir auch gedacht, komm, wir machen keine halben Sachen. Ich brauche jetzt nicht immer zwischendurch so zu tun, als könnte ich irgendwas. Sondern ich heiz einfach ein. Ich heiz den Kram hier einfach ein. Also einfach auf. Das war jetzt kein Treffer. Das ist einer geworden. So, nichts hier. Jetzt habe ich zwar lautloser Kill als Auszeichnung gekriegt, aber komm, keine halben Sachen mehr, weißt du? Da habe ich doch auch keine Lust mehr drauf. Hat keiner von uns Spaß dran. Oh, fuck. Fire in the hole. Alter, was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Mittelfinger. Mittelfinger hoch. Ach Leute, wisst ihr was? Ich habe die letzten Tage die ganze Zeit Resident Evil gezockt und habe mich übel dran gewöhnt. Oh, fuck. Oh, oh. So, wir machen uns aus dem Staub. Was ich sagen wollte, ich habe die ganze Zeit Resident Evil gezockt und ja. Was wissen Sie über diesen Ort? Wir warten kurz. Er öffnet sich nur den Würdigen. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert, was mich vermuten lässt, dass es ein Lake-Knoten ist und daher ein hohes Energiepotenzial besitzt, wenn man an Lockyers Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Okay, die tödliche Art Tod. Nochmal ganz kurze Erklärung, um meinen Satz einmal zu beenden. Ich habe die ganzen letzten Tage Resident Evil gespielt und habe dafür in Kauf genommen, ausnahmsweise mal mit R2 und L2 zu schießen und dementsprechend war ich gerade ein bisschen lost und habe 10.000 Granaten miteinander geworfen. Wir vergessen das, tun so, als wäre nichts passiert. Und ich wollte gerade sagen, sehen, dass der Ort sich uns nicht öffnet, wir sind nicht würdig, aber wir wollten auch mal wieder den Hintereingang penetrieren. Wie es Far Cry sagen würde, ja? Oh. Deine Kraft. Kein Zurück. Du bist im Begriff, die Open-World-Umgebung zu verlassen. Du kannst nicht zurück zur Insel oder den Abenteuern, bis du Sloan in den Arsch getreten hast. Das ist die letzte Chance, es dir noch einmal zu überlegen. Warte mal, was geht ab? Was? Wie jetzt? Okay, krass. Das ist jetzt schon das Ende, oder was? Willst du mich eigentlich komplett veräppeln? Als ob es das schon war mit den Story-Missionen. Niemals. Ja, Leute, da müssen wir erstmal kurz ein paar Außenposten erledigen. Ich kann nicht zurück zur Insel, bis ich Sloan in den Arsch getreten habe. Ja, gut. Dann werden wir uns jetzt nochmal kurz um die Außenposten kümmern. Und dann nimmt das Ganze heute schon sein Ende? Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Also ich wusste ja, dass das Game kurz ist. Aber so die ein oder andere Mission habe ich schon noch erwartet gehabt. Ich glaube, es wird jetzt halt noch ein paar Nebenmissionen geben, ne?
Das wird halt so das Einzige sein, was jetzt hier noch ansteht. Gerne. Neue Mission lokalisiert. Alle Gegner eliminieren. Bin dran. Gut, wir haben hier einen Drachen mit Hirnschirm. Wir nutzen ihn und seine Fähigkeiten einmal. Und entfernen den Hirnschirm. So. Wollte gerade sagen, wird er aufmerksam auf die? Ja. Vielleicht schaffen wir es dann auch noch, einen Drachen zu erledigen. Wenn er jetzt hier wirklich in die Basis eindringt und die fetzt. Das sieht ganz stark danach aus. Einmal bitte ducken. Es wäre nur schön zu wissen, ich wollte gerade sagen, ob es hier noch einen zweiten Eingang gibt. Aber den gibt es. Oh fuck, da habe ich noch einen Blitz geworfen. So, die haben noch nichts mitbekommen. Kleinen Mittelfinger. Hier bin ich. Das finde ich halt so nice in dem Game, dass du von alleine so hoch springst. Haben die jetzt wegen mir Verstärkung gerufen oder wegen dem Drachen? Dass du die immer mit einem Takedown von oben runterholst. Ey, einmal messern. Ja, wenn die sich noch ein bisschen Verstärkung holen, dann haben wir ja noch ein bisschen Spaß mit dem Drachen, oder? Hallo? Komm mal hier rein, Kollege. Wie viel Schuss haben wir denn in unserem Terror? Ach, er kommt ja hier gar nicht rein. Das habe ich ja völlig vergessen. Auch noch ein paar. Die wollen sich dazu gesellen. Warte mal, wo kann ich diese Schilde deaktivieren? Ich weiß das gar nicht. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Oh, warte mal. Yippie! Jump on you. Bitch. Also Leute, wenn ich ein bisschen überfordert bin mit der Steuerung, dann liegt das wirklich nur an den letzten Tagen. Bitte lasst euch davon nicht zu sehr irritieren. Boah, fuck. Es gerät außer Kontrolle. Ich muss irgendwo doch eine Möglichkeit haben, den Kollegen hier reinzulassen. Hier? Naja. Eventuell? Nein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwo an der Tür. Aber ich habe anfangs immer gedacht, ich nehme das sowieso nicht in Anspruch. Also kann ich es auch gleich lassen. Weil die konzentrieren sich ja nur auf mich. Das ist ja voll langweilig. Das ist ja mal voll langweilig. Oh, kurz in Deckung gehen. Vielleicht werde ich das irgendwann in Zukunft nochmal rausfinden. Aber jetzt würde ich vorschlagen, ich kümmere mich einfach mal darum, den Laden wirklich aufzuräumen. Ich hab's irgendwie mit dem Kill von oben. Ich mag diesen Effekt auch von oben richtig gerne. Merkt man das? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Perfekt. Wir haben die Basis übernommen. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch zwei weitere. Oder? Oder gucken wir mal, was wir hier als Mission haben. Stimmt, hier sind die Missionen. Ah. Warte mal.
Geiselrettung, die Omega Force ist auf einem Boot, ein Wissenschaftler ist auf einem Boot und du musst auch auf einem Boot. Töte die Soldaten und rette den Wissenschaftler. Okay. Was? Dann machen wir das nochmal. Ich würde sagen, danach noch eine Garnison und eine Nebenmission und dann stürzen wir uns auch rein ins Finale. Leider ins Finale von Far Cry 3 Blood Dragon. So, wir müssen auch auf einem Boot. Wir haben hier vorne ein Boot. Hier ist das Boot. Kann ich das einmal markieren? Danke. Hier ist das Boot. Wow. 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 Es war ein überraschender Stunt. Den habe ich eigentlich so nicht geplant, aber sah, glaube ich, cool aus, oder? Und dann werden wir, glaube ich, ganz in Ruhe nochmal die Gebiete befreien. Zwischendrin. Jo, okay. Warte mal. Noch wurde ich nicht gesehen, oder? Ich wollte gerade sagen, es ist eine Geiselrettungsmission. Vielleicht sollten die mich auch nicht zwingend sofort sehen. Deswegen versuchen wir, auch wenn wir uns für heute was anderes vorgenommen haben, versuchen wir leise an die ganze Sache ranzugehen und fangen erstmal an mit einem Take-Down-Roll. Aber ich wurde ziemlich schnell entdeckt. Das ist irgendwie sehr schlecht. Scheiße. Mission gescheitert. Ja, perfekt, Digga. war geplant. War definitiv geplant. Das ist einfach komplett in die Hose gegangen gerade. Scheiße. Okay, nochmal von vorne. Also, die Grundidee war, glaube ich, nicht schlecht. Erstmal schnell dahin schwimmen und versuchen, hier den Takedown von unten zu machen, ohne gesehen zu werden. So. Da hat schon mal um einiges besser geklappt. So, im Idealfall werfe ich, genau, kein Herz, sondern hol mir den Bogen. Einmal den Bogen bitte. Alter Falter. Irgendwie lebe ich hier auch ein bisschen am Limit. Kann das sein? Die Geisel wird. Nein, Mann. Fuck it. Er tötet mich fast. So, wir müssen das jetzt irgendwie geschickt regeln. Ah, warte mal. Wir nehmen mal Molly. Brenn. Nein, du sollst brennen. Ach Mann. Dann brenn halt nicht. Scheiße. Hi. Sie haben mich gerettet. Hey. Habe ich. Let's go. Sehr gerne doch. So, wir haben gesagt, auf zur nächsten Garnison. Wie viel habe ich denn da noch insgesamt übrig? Wenn ich noch zwei befreie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon ordentlich, ne? Das ist schon verrückt. Aber egal. Wir werden schnell hin. Hui. Haben die da gerade ein paar Frames übersprungen? Ich war irgendwie so schnell im Wasser. Damit habe ich gar nicht gerechnet. So, klettern wir einmal rein. Und machen uns auf den Weg zur nächsten roten Lichtsäule am fernen Horizont, damit das Ganze hier mal langsam wieder ein bisschen grüner wird.
Ich sag's ja immer wieder, auch wenn Rot eigentlich meine Lieblingsfarbe ist, müssen wir hier natürlich dafür sorgen, dass alles grüner wird. Ich weiß gar nicht, wirkt sich das auch auf die Umwelt sozusagen aus? Weil wir haben ja immer, zumindest an Land, so einen gewissen Rotstich. Ich meine, Sonne scheint hier nie. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, gerade in der letzten Mission. Jetzt muss ich aber mal einen Blick drauf werfen. Aber es geht hier, ne? Es gibt so Orte, wo dieser Rotstich so extrem ist. Oder täusche ich mich gerade maximal und erzähle nur Mist? Zeige neue Mission an. Alle Gegner eliminieren. Kein Problem. Alles klar. Wie wollen wir vorgehen? Können wir irgendwie ein paar coole Sachen machen? Also ich würde erstmal Wambo ausschalten. Ich Wambo, du Wambo, RCS Wambo. Ups. Ich finde das immer so krass, wie die, also sofort Verstärkung ruft. Die sind, glaube ich, mit der Verstärkung, oh mein Gott. Das ist ja voll die große Basis. Ich habe das irgendwie gar nicht gedacht. Die sind irgendwie mental mit dieser Verstärkung verbunden, kann das sein? Und sobald einer mich sieht, senden die so einen elektromagnetischen Impuls aus. Und alle werden darüber informiert. Hier läuft gerade etwas nicht mit rechten Dingen zu. Oh, ich habe nur noch 37 Schuss. Das ist ja mega wenig. Ich dachte, jetzt gehen wir mal richtig rein. Richtig in die volle Offensive. Gut, wir machen einmal Pumpgun Action. Da sind sie alle. Aua. Ich dachte, ohne die Bellen weißt du nicht. Anscheinend doch. Oh. Das ist so geil, wie das aus der anderen Perspektive aussehen muss, wenn ich sofort hier rumspringe, um den dann einfach einen Takedown zu gönnen. Ey. Aua. Hallo? Hat nicht so optimal geklappt. So, hinter mir ist noch ein Dogi. Uiuiui. Den haben wir den Po weggeschossen. Und was wartet noch auf uns? Da unten ist noch einer. Wo will er denn hin? Yay! Das ist auch ein bisschen was ich an dem neuen Far Cry vermisse. Da kannst du zwar diese Art von Takedowns noch machen, aber nicht so stumpf, wie ich es gerade die ganze Zeit veranstalte. Was natürlich ein bisschen lächerlich ist, ist, dass es ja sehr einfach ist. Aber ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich darüber rede. Ich habe unten zwei unterschiedliche Missionen. Oder ist das beides genau dieselbe? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Fahrt des Raubtiers, okay, und hier? Nee, es sind zwei andere Sachen. Ein Horndrache ist, ein Horndrache. Also, mit Lesen ist jetzt auch gerade nicht mehr meine Stärke. Er ist majestätisch und wunderschön. Und jetzt erlege ihn. Okay, das hört sich irgendwie nach der schweren Mission an. Deswegen würde ich einmal vorschlagen, wir investieren unser Geld, holen uns auf jeden Fall ein paar Spritzen, holen uns auf jeden Fall gut Munition. Gerade für die Terror 4000. Und dann werden wir diesen Horndrachen mal intensiv unter die Lupe nehmen. Inventar einmal auffüllen. Kein Problem, Geld ist da. Und Körperpanzer nehmen wir auch mit. Und ganz viele Mets. Okay, ich habe full. Habe ich zwischendurch welche eingesammelt? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, die letzten Kartenscans holen wir auch einmal alle. Moment, Waffen wollte ich noch einmal gucken, aber ich glaube, ich schalte ja nichts mehr Neues an Waffen frei, ne?
glaube, das war alles. Crazy, irgendwie habe ich erwartet, dass vielleicht es irgendwie eine Art Aufsatz auch für den Bogen gibt. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber ja, ich hatte so ein Gefühl. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, es ist weniger rot, ne? Es bringt wirklich was. Wenn ich jetzt dran denke, als ich noch die ersten Folgen geschnitten habe, da war es alles irgendwie so rot. Das ändert sich wirklich, je mehr ich von diesen Dingern einnehme. Oder war ich nur an so einer Stelle? Nee, das ändert sich. In meiner Fantasie, in meiner Wunschvorstellung ist das so. Deswegen belassen wir das dabei. Oh. Ach, okay, crazy. Ja gut, warte mal. Dann gönnen wir uns einmal noch eine Spritze. Wir haben hier genug Zeugs rumliegen. Dings hätten wir uns gar nicht holen brauchen. 700 Schuss. Finde und erlege den seltenen Drachen mit allen Mitteln. Okay, ich würde sagen, das bist du. Oh ja, du hast ein richtig schönes Horn. No homo natürlich. Ja, hier bin ich eigentlich gut ausgestattet. Boah, der ging volle Breitzeit ins Gesicht. Aber ich muss ihn ja eigentlich nur füttern, ne? Ey! Boah, er trifft mich zweimal hintereinander. Ich glaube, der lässt sich nicht so leicht manipulieren. Der lässt sich... Oder? Macht der Fressi oder nicht? Ihr Fressi, Fressi... Ey! Mann, ich will einfach mal ruhig stehen bleiben, weil die sind doch so ein bisschen blind. Das ging gerade knapp an meinem Metallarsch vorbei. Hol das Stöckchen. Das Witzige ist, oder das Krasse ist, irgendwie erwischt er mich immer, wenn ich ausweiche. Ja, beim Essen gestört werden ist auch ein bisschen asozial, gebe ich auch zu. Gebe ich wirklich zu. Da freust du dich, was? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wow, der Horndrache weiß sein Horn einzusetzen. Ach du heiliger Bimmer. Junge, was hat er mit mir gemacht? Ey, er hat mich ja mal richtig runtergestoßen. Aber von hier unten treffe ich seine Schwachstelle viel besser. Okay, ein Schuss noch. Ich wollte gerade aufs Volle gehen. Let's go. Horny. Sehr nice. So, hinterlässt der eigentlich auch irgendwas? Ich glaube, diese Drachen hinterlassen gar nichts, ne? Wenn ich die kille. Oh, da kommt hier irgendwie hoch. So auf Cheater-Basis. Einfach so immer versuchen, an Orten hochzugehen, wo man eigentlich nicht hochkommt. Immer mit so Sprinten und... Hüpfen? Warte mal. So, einen habe ich noch gar nicht erlegt, ne? Wer ist hier hinter mir? Was macht ihr zwei denn hier? Ihr zwei Hübschen. Ihr drei Hübschen. Oh mein Gott, ist das eine ganze Gang. Ninja, du. Sergeant Rex Cole.
Ich find's immer noch witzig, dass ich bei den Dingern Geld finde. Einfach so. Einmal bei den Tieren Geld. Keiner weiß warum. So, ich wollte einmal nochmal oben Cookie Cookie machen. War jetzt hier wirklich noch ein Medipack? Mehr nicht? Schade. Und Munition muss ich halten, um aufzufüllen. Machen wir das auch nochmal. Ne, hier oben ist irgendwo irgendwas. Ich glaube, wenn ich hier noch ein Stückchen weiter gehe, falle ich auch wirklich runter. Ich bin der König der Welt. Ist das ein Blutdrache? Oh, der hat auch Stress. Der hat Trouble. Ich glaube, das war ein Treffer. Hier habe ich ja noch richtig was. Ein Fernseher und eine Lootkiste. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen, weil ich dem ganzen... meine ganze Aufmerksamkeit den Drachen geschenkt habe. 10 Millionen, um mich zusammenzuflicken und ich mach so einen Scheiß. So, Leute, an der Stelle würde ich sagen, auch wenn diese Folge mal ein bisschen ruhiger und unspektakulärer war und wir uns nicht einer Mission gewidmet haben, sondern noch einmal hier 2 Außenposten und 2 Nebenmissionen erlegt haben, ändern wir das Ganze natürlich in der nächsten Folge. Wir werden jetzt diesen Paragleiter nehmen und uns damit auf direkten Wege zum leider schon Finale machen. Trotzdem danke ich euch natürlich, dass ihr mit dabei wart. Ich denke, ich werde dann im Nachhinein nach dem Finale nochmal 2 Folgen machen, wo wir einfach nur ein bisschen reden, ein bisschen nochmal die Welt erkunden, sprich die letzten Außenposten einfach nochmal einnehmen, vielleicht die letzten Nebenmissionen nochmal machen und ja... Das Spiel würde ich zu Ende spielen, indem wir es wirklich so gut wie möglich durchspielen. Das macht mich schon ein bisschen traurig, aber ich verabschiede mich an der Stelle einmal bei euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schaltet zum Finale wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.